Okay Leute, ich begrüße euch wieder zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Beim letzten Mal sind wir in den stillen Ozean gegangen und haben dort Omega Weapon besiegt, damit wir unsere letzte GF erhalten und damit wir 100 Mal Ultima erhalten. Da haben wir auch ordentlich auf die Mütze bekommen. Wer das nochmal sehen will, ich verweise auf den letzten Part. Auf jeden Fall wundert ihr euch jetzt natürlich, ich habe gesagt, ich bin beim nächsten Mal in der Ragnarok. Das bin ich jetzt natürlich nicht. Sondern ich bin hier bei Timber. Übrigens, der Weg aus dem stillen Ozean raus, der war gar nicht so schwer, weil da kamen keine Gegner mehr. Ist wohl nur so, wenn man da hingeht zu Ultima Weapon, dann kommen wohl, nachdem man Ultima Weapon besiegt hat, keine Gegner mehr da. Deshalb bin ich da ganz einfach normal rausgeschlendert, aber hey. Bevor wir mit unserer nächsten Sidequest beginnen, erstmal noch ein paar kleine Sachen hier. Und zwar habe ich noch ein bisschen Feintuning an den Kopplungen vorgenommen. Ich glaube, er hat ja immer noch seine 4-mal hier. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen seinen Körper erhöht. Beben hat er jetzt bei der Stärkekopplung und hat da für Ultima, damit er keine hier sowas HP plus 40% und 20%, das habe ich gemacht, damit er das nicht mehr braucht. Dann können wir halt bei ihm voll auf Angriff gehen. Mit Autohass, Stärke plus 60%, Magie plus 60% und Geschick plus 40%. Ja, dann kann Squall immer gut reinhauen. Bei Renoa habe ich auch ein paar Feineinstellungen vorgenommen und ihr seht, sie hat 255 Stärke und 255 Magie, also alles gemaxt sozusagen. Körper und Geist sind auch noch gut. Dann habe ich bei ihr Abilities, habe ich einer GF, die sie gekoppelt hat, habe ich, glaube ich, HP plus 80% beigebracht. Quatsch, Magie plus 60%. Das habe ich Sirenen beigebracht durch die Königskrone, die wir erhalten haben, irgendwann mal. Auf jeden Fall habe ich Vergissmeinnicht, habe da irgendwie, glaube ich, den Befehl GF hier verlernt und habe dafür dann Magie plus 60% reingenommen. Das hat den Vorteil, dass wir da bei Magie Blitzke einsetzen können und bei Stärke Ultima, damit sie auch 255 Stärke hat. Und des Weiteren habe ich ihr, glaube ich, noch eine Glückskopplung gegeben mit dem Glücksbuch. Und ja, das müsste soweit gewesen sein. Bei Irvine eigentlich auch genau das gleiche, bloß dass ich ihm Stärke und Magie plus 60% gegeben habe, also beides. Außerdem habe ich einer GF, die er gekoppelt hat, auch noch Ability mal 4 gegeben, damit er auch 4 Abilities hier ausrüsten kann. Das HP plus 80% muss ich da ja drin lassen, da es keinen stark genugen Zauber gibt, damit wir da das bei HP einsetzen können bei ihm, damit er auch 9999 voll kriegt. Auf jeden Fall hat er jetzt seine 255 Angriff. Hat dafür noch einen guten Magiewert und ja. Und natürlich gut Glück. Und dann ist er in der Tat einer der Charaktere, der später alle Kopplungen haben wird. Weil Reflexkopplung, das erlernt er noch durch Kaktor, das erlernt Kaktor gerade. Und dann wird er echt alle Kopplungen haben. Hier alles 4-mal, bei den Elementkopplungen und bei den Zugkopplungen auch alles 4-mal. Und dann kann er alles koppeln. Sehr interessant auf jeden Fall. Und bei Squall, der hat halt noch. Ja, okay. Bei ihm müsste ich noch eine Reflexkopplung irgendwie finden. Aber ich glaube, das gibt's nicht. Ich glaube, es gibt kein Reflexbuch oder sowas. Naja. Auf jeden Fall wollen wir mit dieser Truppe so weitergehen. Haben wir noch irgendwas anderes getan? Ich meine nicht. Ich habe die Zauber ein bisschen geordnet. Ich habe meine Items im Kampf ein bisschen geordnet. Aber ansonsten können wir einfach fortfahren. Und heute wollen wir auf UFO-Jagd gehen. So viel sei schon mal gesagt. Bevor wir damit anfangen, nochmal ganz kurz will ich den Okkult-Fan zu Rate ziehen. Denn der sagt uns noch ein paar Sachen über diese Sidequest aus. Und zwar der Okkult-Fan 2. Okkult-Fan 2, die Fotos. Ein Flugzeug, ein Monster, ein UFO. Das Foto links wurde südlich von Esther geschossen. In der Mitte ist deutlich ein UFO abgebildet. Es ist kein Mensch oder Flugobjekt, das uns bekannt ist. Vielleicht eine Esther-Geheimwaffe? Einwohner berichten, dass dieses Objekt auftaucht, wenn Morbuls eine hohe Geburtsrate aufweisen. Okay. Auf jeden Fall wollen wir dieses UFO jetzt finden. Und das ist mehr als nur an einem Ort. Das kann man noch bei der News lesen. Da sieht man, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Die Wahrheit über das UFO. Hier das Resultat unserer Nachforschung. Es ist links abgebildet. Ich habe eine Auslösche. Naja, auf jeden Fall kann man da nochmal das UFO sehen. Und dieses UFO wollen wir jetzt jagen. Das UFO erscheint an, ich sag mal, 4 verschiedenen Stellen hier auf der Weltkarte. Und die erste Stelle ist hier bei Timber. Und zwar müssen wir dafür von Timber aus erstmal nicht an der Ragnarok hängen bleiben.
Dafür müssen wir erstmal meines Kenntnissteins an diesen Strand hier. Ich würde euch empfehlen, Gegner 0% auszurüsten, denn das Ufer erscheint auch, selbst dann, wenn ihr Gegner 0% ausgerüstet habt, und da passiert schon. Wir haben Gegner 0% ausgerüstet und jetzt erscheint trotzdem Gegner. Und das wird jetzt das Ufo sein. Mal schauen, was jetzt passiert. Oh mein Gott, da ist das Ufo und das hat eine Osterinselstatue mitgenommen. Ich kann mir vorstellen, jeder, der das Ufo zum ersten Mal trifft, der denkt sich erstmal, what the fuck? Auf jeden Fall hat das Ufo jetzt eine Osterinsel-Skulptur mitgehen lassen. Naja. Haben wir das Ufo einmal gesichtet. Und das müssen wir jetzt noch 3 weitere Male tun. Bevor wir dann, ich sag mal, zum finalen Showdown mit dem Ufo kommen. Unsere nächste Haltestelle ist Winhill. Ihr wisst schon, die Stadt, wo wir mal mit Laguna drin waren. Ich glaube, zu Anfang von CD2, wenn ich mich recht entsinne. Das ist auf der Weltkarte, Moment, das ist auf der Weltkarte hier. Wir benutzen den Autopiloten. Und das ist immer noch am einfachsten. Boah. Dann landen wir hier. Und wir müssen eigentlich nichts anderes tun, als hier um das Dorf herumlaufen. Und schon wird das Ufo wieder ganz von allein auftauchen. Mit Gegner 100% stellt ihr natürlich sicher, dass kein anderer Gegner erscheint, außer das Ufo. Außerdem nerven euch dann währenddessen keine anderen Gegner. Weil das wäre dann doch schon ziemlich nervtötend. Ihr seht ja, wie viel ich hier herumrenne. Und nee. Auf jeden Fall haben wir das Ufo wieder gefunden. Mal sehen, was es heute mitgehen lässt. Ihr könnt auch in der Zeit auch wirklich nichts machen. Ihr könnt das Ufo weder angreifen, noch irgendwie mit Zauber angreifen. Ihr könnt gar nichts machen. Ihr könnt euch nur selbst angreifen. Und es nimmt natürlich ganz klassisch erstmal eine Kuh mit. Ja. Okay. Die Frage ist natürlich, was hat das Ufo mit dem ganzen Zeug vor? Tja. Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Hätten wir es jetzt zweimal gesichtet. Und dann auf zum nächsten Ort. Huch, wir wollen auf jeden Fall, glaube ich, hier hin. Dann auf und los. Ich glaube, ich nehme einen ziemlich umständlichen Weg, aber egal. Nicht zu tief fliegen hier. Es ist eine Wüste, die wir suchen und sie ist südlich von Esther. Ich glaube, da waren wir auch schon mal. Doch, da müssten wir schon mal gewesen sein. Ich glaube, als wir aus dem Weltraum gekommen sind und dann mit der Ragnarok gelandet sind. Ich meine, das müsste die Insel sein. Auch es ist auch in der Nähe von der Kaktor-Insel. Ihr könnt euch daran orientieren. Auf jeden Fall wollen wir hier landen und das müsste jetzt die richtige Insel sein, die richtige Wüste. Kashukba-Wüste. Okay, ja. Das ist auf jeden Fall die Wüste, die wir suchen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen rumrennen. Und hoffentlich wird das Ufo dann erscheinen. Ja, da haben wir es. Mal sehen, was es jetzt mitgehen lässt. Oh nein, es ist die Pyramide aus Super Mario 64. Nein! Ja, dann nimmt es eine Pyramide mit. Wir halten fest, eine Kuh, eine Osterinsel-Skulptur und eine Pyramide. Ja. Okay. Seien wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Immer diese Aliens. Na, wir wissen ja noch nicht mal, ob das Aliens überhaupt sind. Wir können ja auch hier ganz normale Erdenbewohner sein. Aber naja.
Unser nächstes Ziel ist in der Nähe von Trabia. Und zwar wird das eine gewisse Halbinsel sein. Und wir fliegen mal kurz an Fisherman's Horizon vorbei. Da ist übrigens der Garten. Er wird da jetzt auch einfach stehen bleiben. Mal überlegen, wo ist denn jetzt... Jetzt ist natürlich die Sache, jetzt muss ich eben diese Insel hier finden. Ist das nicht sogar eine ganz nördliche? Nein, das ist doch... Nee. Toll, jetzt darf ich erstmal eine Runde suchen. Komm, das muss das hier aber sein, oder? Ich probiere es einfach mal aus. Einfach mal landen. Wir gucken mal auf der Karte und dann werden wir das ja schon sehen. Das ist die Winterinsel. Das ist nicht nur der Ort, wo unsere Reise hinführen soll. Müssen wir nochmal gucken. Müssen wir eine Wende einlegen. Hier haben wir den Trabia-Garten, okay. Ach, ist das vielleicht das da oben? Nee. Oder? Nee, das ist auf... Ah, ich glaube, das hier ist der Ort. Diese komische Halbinsel halt. Mal gucken. Ja, die Heades-Halbinsel. Hier sollte das Ufer auch nochmal erscheinen. Einfach hier wieder ein bisschen langlaufen. Mein Gott, wo ist das Ufer? Bin ich immer noch bei der Insel? Okay, ja. Wo bist du? Oder muss ich auf die Insel da drüben? Das könnte auch sein. Obwohl, das ist kein Halbinsel. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das UFO hier nicht erscheint. Na, ganz große Klasse. Ich flieg mal zu der Insel da drüben. Vielleicht ist da ja was. Das heißt erstmal wieder scharfe Wendung. Und dann schauen wir uns hier einmal um. Ist das noch immer die Halbinsel? Zählt das noch zur Halbinsel? Ja, in der Tat. Dann müsste es doch eigentlich hier sein. Ja, genau. Okay. Unsere vierte UFO-Sichtung. Was lässt es diesmal mitgehen? Was ist denn das? Das sind Kornkreise, oder? Das sind Kornkreise, was? Das UFO lässt Kornkreise mitgehen, okay? Okay, eben die Spuren verschwinden lassen. Ist eigentlich ziemlich clever. Ja. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt das UFO noch ein fünftes Mal finden. Und dann beginnt ein Kampf gegen das UFO. Und zwar müssen wir dafür hier hin. Also sind wir schon gleich am passenden Ort gewesen. Das hier ist nämlich der, wie heißt der Wald? Der Gradidieri-Wald. Da müssen wir hin und müssen uns jetzt hier auf dieser Klippe umschauen. Und schon sollte das UFO erscheinen. Und dann haben wir die Ehre, gegen das UFO zu kämpfen. Ist ein bisschen skurril, ich weiß, aber hey. UFO-Fragezeichen. Das hat nur Graphit, das brauchen wir jetzt nicht. Wir nehmen das UFO mal einfach auseinander.
Und zack, Moment, ich konnte Analyse machen. Scheiße. Ach, es ist schon kaputt, schade. Na, da ist mir die Idee mit der Analyse erst zu spät gekommen. Und da ist es explodiert. Jetzt fliegt es in ganz weite Ferne. Die Erschütterung spüren wir allerdings immer noch. Ja. Das UFO hätten wir beseitigt. Jetzt gibt's allerdings noch die Sache, jetzt ist es quasi so, wir müssen jetzt die Stelle finden, wo das UFO jetzt eingeschlagen ist. Und dann werden wir mal den UFO-Bewohner treffen. Und der gibt uns dann auch noch was. Und zwar ist das UFO jetzt tatsächlich an der Stelle, wo mal früher der Balampgarn stand. Bevor er zum Flugobjekt degradiert wurde. Auf jeden Fall ist jetzt der Krater, wo der Balampgarn stand, unser nächstes Ziel. Ist ja zum Glück auch in greifbarer Nähe. Deshalb kein Problem. So, wir landen hier. Jetzt wollen wir erstmal zuallererst sicherstellen, dass wir koppeln und den Befehl Item haben. Item wird jetzt extrem wichtig sein. Und außerdem müsst ihr sicherstellen, dass ihr 5 Elixiere habt. Ich habe jetzt 100, das dürfte ausreichen. Und dann gehen wir mal hier... Nein. Wir wollen auf jeden Fall in den Krater reingehen. Vorausgesetzt, wir können. Oder es passiert auch so, wir müssen eigentlich quasi nur um den Krater rumlaufen. Und schon treffen wir den Fahrer des UFOs, und zwar ist das der Koyo Koyo. Ich will Elixiere. Und genau das wollen wir jetzt auch tun, der hat hier ganz tolle Guard-Zauber. Wir wählen jetzt Item aus, Elixier, und werfen das auf Koyo Koyo. Das Ding hat, glaube ich, nur 10 HP. Wenn ihr das Ding tötet, dann erhaltet ihr, glaube ich, irgendwie ein ganz spezielles Item. Mehr Elixiere. Genau, jetzt bettelt es um noch mehr Elixiere. Den Wunsch wollen wir ihm erfüllen. Und werfen halt noch ein Elixier auf ihn. Das Ganze müssten wir 5-mal machen. Und dafür erhalten wir dann ein spezielles Item. Du willst noch mehr Elixiere, natürlich. Ich glaube, wenn man den Koyo Koyo tötet, dann erhält man einen Beschleuniger. Und der Beschleuniger, der bringt einer GFD-Ability Auto-Hast bei. Kann eigentlich ganz nice sein. Allerdings ist die Belohnung für uns, die wir durch das Beschmeißen mit Elixieren erhalten, wesentlich sinnvoller und wertvoller für uns. Ihr könnt den auch mit der Ability Fressen von Eden, könnt ihr den Koyo Koyo auch fressen. Und dann erhaltet ihr einen Geschickpunkt mehr. Aber das lohnt sich auch nicht. Auf jeden Fall freut der Kleine sich jetzt. Danke sehr. Bitte sehr. Haben wir doch gerne gemacht. Und wir erhalten zur Belohnung die Koyo Koyo Karte. Und das ist quasi der ganze Sinn dieser Sidequest, dass wir die Koyo Koyo Karte erhalten. Und wir halten nochmal Sold. Da fällt mir was ein. Wir haben jetzt schon seit quasi Jahrzehnten keine Seed-Tests mehr gemacht. Wir möchten einmal gucken, hier bei... Ich möchte mal kurz beim Kartenwandler gucken. Was kann man eigentlich aus der Koyo Koyo Karte machen? Wo haben wir ihn? Koyo Koyo? Ach, das wird als ganz normales... Ein Vielfraßfass. Ne, Vielfraßfass. ein Vielfraßfass. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich will es jetzt allerdings auch nicht herausfinden. Ich habe ja gerade das Fressen erwähnt, das habe ich noch gar nicht erklärt. Und zwar hat Eden die spezielle Fähigkeit Fressen. Und das frisst ein Gegner. Fressen ist eine sehr interessante Technik. Und zwar kann man damit bestimmte Gegner fressen und bestimmte Gegner erhöhen halt die einzelnen Statuswerte, die ein Charakter hat. Manche Gegner geben zum Beispiel HP plus 10, ich glaube HP plus 10. Andere Gegner geben halt Stärke plus 1, Körper plus 1, Magie plus 1,
Geist plus 1 und Geschwindigkeit plus 1. Das wäre der Koyokoyo, der die Geschwindigkeit plus 1 gibt. Allerdings lohnt sich das überhaupt nicht. Und so ist das halt, und so kann man dann halt mit Fressen, kann man jetzt quasi alle Statuswerte der Charaktere aufs Maximum bringen. Jetzt bis auf Geschwindigkeit, Reflex, Treffer und Glück. Aber ansonsten geht alle Statuswerte auf 255, beziehungsweise HP auf 9999. Das heißt, wenn ihr wirklich irgendwie die Übertruppe haben wollt, dann macht ihr einfach Fressen und sucht euch die richtigen Gegner raus. Und schon könnt ihr eure Charaktere ganz einfach auf maximale Statuswerte bringen. Das werde ich jetzt auf keinen Fall tun, das ist mal erstens viel zu viel Arbeit. Und zweitens ist das auch komplett sinnlos, weil auch die Statuswerte reichen mehr als genug. Auf jeden Fall haben wir noch so einen komischen Talisman erhalten von dem UFO. Wie hieß der nochmal? Moment, der müsste ganz hinten sein. Der Argus-Talisman. Und er gibt zufälligerweise eine Reflexkopplung, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Deshalb werden wir jetzt jemanden eine Reflex-Car beibringen. Vorzugsweise natürlich Squall, denn Squall fehlt noch eine Reflex-Car. Und ich würde mal sagen, das kriegt hier unser lieber Karbunkel. Nehmen wir ihn, keine Ahnung, Zauber weg. Mit Vergissmeinnicht. Dann könnt ihr das auch mal sehen, wie ich das mache. Karbunkel. Ich suche mir jetzt einen von diesen Sachen raus, denn das hat ja jede GF und das brauchen wir nicht. Deshalb Item vergessen. Und dann benutzen wir auf Karbunkel den Argus-Talisman, damit der Reflex-Car lernt. Jetzt koppeln wir noch was da. Ich mache jetzt kein Optimal, weil sonst meine einzelnen Sachen da alle hin wären und das wäre jetzt doof. 26, das sieht schon mal gut aus. 27. Ich taste mich da immer mehr ran, indem ich einfach dann mal wieder alle Zauber durchgehe, aber das müsste schon das Beste sein. Haben wir Tornado drin. 27. Ha, jasses, die Statuswerte. 27% Chance, dass er Treffern ausweicht, Leute. Das ist über ein Viertel aller Treffer, müsste Score jetzt eigentlich ausweichen. Heilige Scheiße, ist das cool. Naja. Auf jeden Fall. Der Koyokoyo ist natürlich auch ein downloadbarer Charakter für Final Fantasy 13.2. Den kann man dann im Kolosseum bekämpfen, tritt dann auch mit dem UFO auf. Also genau wie hier in dem Spiel. Ist auch ein ziemlich schwieriger Bossgegner, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall haben wir das jetzt geschafft. Zum Abschluss des Parts machen wir nochmal einen kleinen Test, weil wir den schon so lange nicht mehr gemacht haben. Und dann nehmen wir an der Level 10 Prüfung teil. Durch Konfu wird der Betroffene in den Konfu-Zustand versetzt. Ja, das stimmt. Potion heilt 100 HP. Nein, das heilt glaube ich 200. Wird uns ein Zauberschwert als Waffe? Nee. Nee, ATB steht nicht für Ability Tone Black, sondern für Active Time Battle. Deshalb auch nicht. Im Zombie-Zustand wird man schwach gegen Hitze. Oh Gott, das könnte wirklich sein. Ich sag jetzt einfach mal nein. Ein Teil Wasser in 1 hält. Ich glaube, das stimmt auch nicht. Wir werden nicht gleichmäßig verteilt, weil der Gegner, der Charakter, der den Gegner am meisten Schaden zufügt, der bekommt auch am meisten XP. Oh Gott, Blende saugt das Gehirn des Gegners auf und macht ihn kampfunfähig. Nee. Das stimmt. Nein. Perfekt. Okay. Haben wir die Prüfung auch noch gehabt? Hauen wir noch einen hinterher. Die HP eines GF regenerieren sich beim Gehen. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, nein. Das würde ja eigentlich die Potions unnötig machen. Wenn der Befehl Draw nicht gekoppelt ist, können Draw-Punkte nicht... Ja, das stimmt. Nein. Hat die Ability behalten erlernen? Ja. Ja, das stimmt auch. Quatsch. Sowohl Zauber als auch Items können beliebig rein. Ja. Gleich zu Beginn, das müsste auch stimmen. Nein. Ja. Verdammt, ich habe zwei falsche Fragen dabei gehabt. Dann würde ich da mal ja sagen. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja.
Haha, sehr gut. Okay. Wir haben gerade Level 19, hier machen wir noch einen Test. Erdelementar stimmt. 20 Vitra. Das müsste auch stimmen. Nein. Können nur bei Kämpfen bzw. durch Dorf von Gegnern. Nur bei Kämpfen bzw. durch Dorf bei. Nein. Lagern können maximal. Ja, das stimmt auch. Das habe ich euch ja gezeigt. Das mache ich auch hin und wieder. GF und Zauberdeck. Quatsch, Dwarf wird auch deaktiviert. Ja, Analyse kann man auch auf den eigenen Charakter anwenden. Verdammt. Ach, was habe ich jetzt? Das absorbiert auf jeden Fall. Dann ist, macht der, glaube ich, Vigra. Nein. Können nur bei Kämpfen bzw. gezogen werden. Bezieht sich das jetzt explizit darauf, dass eine GF gezogen wird? Weil außerhalb von Kämpfen können ja GF nicht gezogen werden. Aber ich habe die Antwort jetzt mit Nein beantwortet, gerade eben, weil ich mir so gedacht habe, man kann ja auch gegen GF kämpfen oder andere GF, die hält man ja zum Beispiel durch den Ring des Salomon. Durch Dwar. Nur. Ja. Ja? Davon kann man Spitzelkrallen rauchen. Nein? Nein. Oh Gott, jetzt habe ich ganz viel Scheiße gebaut. Ja. Ja? Nein. Nein. Pro Dwar lagern können maximal nur 9 Zaubereinheiten. Ja. Spitze Krallen rauben. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Verdammt. Irgendwie ist da. Eine Sache mache ich falsch. Der Isanzuki. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Hm. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Nein. Das Menü während des Kampfes ausbilden muss man während des. Ja. Nein. Ja. Jetzt haben wir 90 von 100. Ach. Irgendwie ist da noch eine böse Frage bei. Nein. Ja. Kampfunfähiger bekommt nach einem Kampf Erfahrungspunkte. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Und Zauber deaktivieren. Das deaktiviert auch Dwar. Nein. Ja. Ja. Ach. Nein, ja, nein. Nein, ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, endlich, geht doch. Okay. Hab ich mit ein bisschen Tricksen doch herausgefunden, okay. Was war jetzt eigentlich die Frage, die ich jetzt die ganze Zeit irgendwie falsch beantwortet habe? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich den Part dann auch jetzt mal hier beenden. Beim nächsten Mal muss ich mal gucken, was wir machen. Wir haben jetzt schon so ein paar, ich glaube, aufwendigere Sachen abgeschlossen. Ich kann ja schon mal so viel verraten, es gibt noch eine Menge nervtönendes Zeug, was ich mir noch aufgespart habe. Aber wir werden mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Es steht auf jeden Fall noch eine Menge an. Wir haben jetzt zwar schon eine Menge getan, aber es gibt immer noch eine Menge und nochmal eine Menge, was wir noch anderes Zeug tun können. Auf jeden Fall hoffe ich, dass jetzt bei euch ein bisschen soweit gut gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder, Leute. Tschüss!